Unsere LTE-Testmessungen zeigen lediglich, dass LTE und 4G in diesen Ortschaften bzw. Gemeinden verfügbar sind. Die erreichten Werte sind nicht die maximal erreichbaren Werte. Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.ltemesswagen.de und erkundigen Sie sich dort über einen Partner vor Ort. Die maximal erreichbaren Geschwindigkeiten sind von mehreren Faktoren abhängig, wie zum Beispiel Antennenausrichtung und der Höhe der Antennen, was wir bei unseren Testmessungen in der Regel nicht beachten können. Stellen Sie doch einfach eine persönliche LTE-Messung bei Ihnen zu Hause, wir kommen zu Ihnen und zeigen Ihnen, wie schnell und einfach alles sein kann. So, hallo und willkommen auf ltemesswagen.de. Aktuell befinde ich mich in Bronnen. Bronnen gehört zu 88480 Städten. Aktuell befinde ich mich vor dem Rathaus. Rathaus ist hier zum Erkennen. Hier geht es dann ins Ort runter. Dann direkt hinter mir eine Kirche. Ich hoffe, dass die Sonne jetzt nicht zu arg blendet, aber ich denke mal, die Leute aus Bronnen, die wissen, wo ich mich gerade momentan aufhalte. Auch hier ist LTE verfügbar. Da würde ich sagen, wir machen gleich mal eine Messung und gucken mal, zu welchem Ergebnis das mir kommt. So, über 9000 im Download, fast 9000 im Upload. Das, obwohl ich jetzt einfach nur hier geparkt habe, am schattigen Parkplatz. Ich habe keine Antennen ausgerichtet. Ein super Ergebnis. So, alle Informationen zur Technik findet ihr auf 4gdsl.de. Ganz unten ist dann auch unsere Adresse mit Telefonnummer. Wir sind vom Vodafone Shop im Schleckerland von Ehingen. Wie LTE funktioniert, was LTE kann, kann man hier im Prinzip unter LTE 4G DSL, was ist LTE, kann man hier im Prinzip alles nachlesen. Man kann sich auch ein kurzes Video dazu anschauen. Wer sich persönlich überzeugen möchte, ob LTE bei ihm im Haus funktioniert, geht auf ltemesswagen.de. Dort kann man sich dann direkt eine Messung vor Ort bestellen. Dann kommt mir mit unserem Messwagen vorbei, zeigt euch, wie schnell das Internet bei euch im Haus geht. Da haben wir dann in der Regel auch etwas mehr Zeit. Wir können dann tatsächlich die Antenne ausrichten, können dann auch sagen, die Antenne muss genau in diese Richtung gestellt werden, dass ihr dann nachher das optimale Ergebnis habt. So, vielen Dank fürs Zuschauen.